Moin Amigos, moin zusammen, hallo, ich grüße euch, ich hoffe euch geht's allen gut. So, hier jetzt ein kleines Video zum Personalupdate. Und zwar haben ja Meiner und Waldschmidt, wie ihr wisst oder sicherlich wisst, nach dem Testspiel gegen Kickers Offenbach Blessuren abbekommen, waren jetzt erstmal ein bisschen raus aus dem Training. Ja, unklar, was jetzt genau los ist. Ist es jetzt nur, okay, wir nehmen sie erstmal ein bisschen raus, können sie individuell trainieren oder gar nicht trainieren? Das weiß ich gerade nicht. Ich gehe mal davon aus, dass sie zumindest für morgen, wahrscheinlich auch für Samstag bei den beiden nächsten Testspielen vielleicht auch fehlen könnten, damit sie dann fürs Trainingslager dann wieder ja, 100% geben können. Müssen wir mal gucken. Wer aber was anderes weiß, gerne in die Kommentare. Hinzu kommt, dass auch Jonas Urbich, unser ja, Torhüter, aufgrund von Kniebeschwerden, Knieproblem, auch das Training abbrechen musste, jetzt unter der Woche. Auch da ist für mich unklar, was da jetzt los ist, weil Neues weiß man jetzt auch noch nicht. Ja, hinzu kommt, dass Bakatu Kanda, da hieß es auch, dass er muskuläre Probleme hat. Ja, was soll ich euch sagen? Geht da schon wieder gut los, ne? Mit muskuläre Probleme, Knieprobleme da. Ich bin immer noch der Meinung, seit Jahren haben wir dieses Problem mit muskuläre Probleme und so weiter und so fort, dass das was mit diesem Trainingshybridplatz, also mit diesem Trainingsplatz Hybridrasen zu tun hat. Aber gut, es ist wie es ist. Hoffen wir mal, dass die Jungs dann halt auch ganz bald wieder mitmischen können und dass das unter anderem ein Bakatu Kanda nicht so weit zurückwirft, weil er eigentlich für mich nicht nur persönlich, sondern allgemein gesprochen, halt vielleicht auch schon sehr nah an der Startelf ist. Im Zweikampf gegen Dominik Heinz, was die Innenverteidigerposition angeht, neben Timo Hübers. Aber gut, da ein bisschen Zeit ist er noch. Ja, hoffen wir, dass er jetzt nicht lange raus ist oder länger raus ist, sondern dass er dann halt auch bald wieder mittrainieren kann. Ja, Carstensen ist für heute krank oder nicht nur für heute, vielleicht auch für die nächsten Tage. Das ist auch wieder die Frage, wie schlimm das ist. Ja, Faisal Hatschaui, da ist das wohl schon so besprochen, dass er jetzt nicht mehr bei den Profis mitwirken wird, sondern jetzt 2 Wochen vor Saisonstart in die U21 zurückkehrt, um dort jetzt mit seinen Mitspielern zu trainieren, um sich einzuspielen, damit man dann halt ja, gut gewappnet in die neue Regionalliga-Saison gehen kann. Soldo, ja, ist auch nicht mehr bei den Profis, der hält sich bei der U21 jetzt weiter fit. Sollte sich was ergeben bezüglich Abgang oder einen neuen Verein, dann ist er oder wird er jederzeit freigestellt, sodass er dann halt Gespräche führen kann. Morgen um 18 Uhr ist er das nächste Testspiel, das vierte, und zwar gegen den belgischen Vertreter VV St. Truiden. Die sind, glaube ich, letztes Jahr Neunter geworden in der belgischen Liga. Ja, gegen die haben wir, ich weiß gar nicht, wann das war, letztes Jahr oder davor das Jahr, auch ein Testspiel gehabt, 0-1 verloren. Ja, für mich ist das eine belgische Kneipentheken-Truppe da. Also wirklich Fußball spielen konnten nicht. Die können die Bälle vielleicht aufpumpen jetzt. Wie gesagt, nimmt mir das jetzt nicht übel, dass ich so rede, aber es ist halt einfach kein guter Gegner gewesen. Ob die jetzt besser sind als damals, schwer zu sagen, weiß ich nicht. Wir gucken mal. Anpfiff ist morgen um 18 Uhr in der Hoffnung, dass der Stream auf FC-TV diesmal besser, stabiler läuft als beim letzten Mal. Wobei die ersten beiden Male war es okay, beim letzten Mal war es eine Katastrophe. Ja, 18 Uhr ist halt Anpfiff im Heinz-Flur-Stadion in Euskirchen, nur dass ihr Bescheid wisst. Und am Samstag folgt das nächste Testspiel, da gegen unsere neuen Freunde, ja, gegen Viktoria Köln. Anpfiff ist 14 Uhr im Sportpark Höhenberg. Ja, und dann geht es am Sonntag ja auch in den Bus, denke ich mal, oder in den Flieger, ich weiß nicht, wahrscheinlich Flugzeug, sehr wahrscheinlich, wahrscheinlich aber erstmal im Bus, dann in den Flieger. Und zwar geht es ja dann nach Österreich, ja, in den Ort Bad Waltersdorf, ne, wo wir dann ja 7 Tage im Trainingslager sein werden. Und dort gibt es Stand jetzt nur ein Testspiel, das ist am 24. gegen Swansea City. Da spricht man jetzt schon von Generalprobe. Laut Terminkalender vom FC heißt es aber, am 27. möchte man auch noch ein Testspiel machen. Das wäre halt auch noch im Trainingslager. Da ist der Gegner aber noch offen. Kann auch sein, dass man das jetzt auch ausfallen lässt. So wie ja auch bei der Absage gegen Union Nettetal hat man ja auch keinen anderen Testspielgegner ja, rangezogen.
Aber vielleicht kommt da ja doch noch was, dass man spontan doch noch am 27. gegen irgendeinen anderen Gegner spielt. Ich weiß es nicht. Ne? Da müssen wir dann noch mal ein bisschen abwarten. Ja, wie gesagt, ist halt unklar, was mit Meiner, Waldschmidt, Urbich und Bakatukanda ist. Carsten sind krank. Ansonsten hat Schaui zurück in der U21. Soldo auch U21 zum Fit halten. Ja, ansonsten wird es jetzt demnächst dann halt die nächsten Cuts geben. Wird wahrscheinlich ein Florian Dietz treffen, ein Weschenbach, Potocznik vielleicht auch. Weil, wie gesagt, ich habe ja mal eine Liste erstellt von 20 Mann. Und da ist ein Marc Uth und ein Kilian noch nicht mal dabei gewesen. Die werden ja früher oder später ja dann auch oder zum Kader hinzustoßen. Uth früher als Kilian, außer bei Uth passiert wieder was, was wir nicht hoffen. Ja, und da ist zum Beispiel ein Potocznik und ein Weschenbach in meiner Liste nicht drin, weil ich mir schwer vorstellen kann, nachdem, wie man unter anderem mit Weschenbach umgegangen ist, nicht nur jetzt, sondern auch damals oder letzte Saison, oder auch Potocznik, der jetzt auch im dritten Testspiel ja auch gar nicht mit agieren durfte, dass da jetzt nichts irgendwie kommt, dass er jetzt irgendwie dann doch nochmal eben groß auftrumpft. Ne? Also, dass Potocznik eh die größte Zeit oder die meiste Zeit in der U21 spielen wird, unabhängig davon, dass er bei den Profis mittrainieren wird, das war mir klar. Allerdings hätte ich mir schon gewünscht, dass wenn du von drei Testspielen, dass er da auch mal 60 Minuten spielen kann oder zumindest 45 oder sowas. Aber der durfte ja was? 10 Minuten, 20 Minuten in zwei Testspielen mit agieren pro Spiel. Und das ist natürlich viel zu wenig. Von den anderen Jungs weißt du, was du kriegst? Auch nicht so viel oder sehr wenig. Ne? Gerade von zwei besonderen Spielern, wo ich die Namen jetzt nicht sage. Und dann hast du doch jetzt die Möglichkeit, die Jungs jetzt einfach mal spielen zu lassen. Ne? Weil was soll das? 10 Minuten, also 20 Minuten ist doch. Ist doch Banane. Ne? Aber gut, das muss der FC da alles selber wissen, wie sie das da handeln. Vielleicht ist das auch alles im Guten besprochen, ist auch alles in Ordnung. Stand jetzt bin ich sowieso relativ zufrieden mit der bisherigen Sommervorbereitung. Kaum Ausfälle, außer jetzt aktuell. Ne? Wenn man jetzt mal so hochguckt, hast du gut Kilian jetzt mal ausgeblendet. Uth ist jetzt wieder da. Kainz und Obus sind auch wieder zurück. Aber mit Meiner, Waldschmidt, Urbich, Bakatukanda und Carstensen sind jetzt schon mal wieder fünf Leute, die aktuell zumindest nach meinem Stand nicht mit agieren können. Ne? Vielleicht können aber so ein Meiner, Waldschmidt, Urbich und Bakatukanda jetzt aber vielleicht jetzt auch nicht morgen schon, vielleicht aber schon, aber dann spätestens ab Sonntag im Trainingslager dann ja auch wieder voll mit agieren. Ne? Gut, ihr Lieben, das wäre es jetzt von mir. Wie gesagt, morgen Abend 18 Uhr Testspiel und am Samstag 14 Uhr Testspiel. Ansonsten ab Sonntag im Trainingslager. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von allem haltet, wie eure Eindrücke bislang sind. Und ja, dann warten wir mal ab, was die nächsten zwei Testspiele so mit sich bringen und auch das Trainingslager. Ne? Gut, ich bin raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Haut rein. Bis bald. Macht's gut. Come on FC. Tschüss.